Hey, herzlich willkommen zurück. Falls du hier bist, um Hauptmission zu sehen, die haben wir bereits durchgespielt. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einer Playlist mit 38 Folgen Assassin's Creed Unity Hauptkampagne. Ich muss das leider immer sagen, weil die Leute es sonst nicht verstehen würden, wahrscheinlich. Jedenfalls, in dieser Playlist kümmern wir uns um Nebenmissionen und dieser Herr hier, der braucht unsere Hilfe. Wir kümmern uns ein bisschen wieder um Pariser Geschichten. In diesem Fall ein romantischer Spaziergang. Wir kriegen 25.000 Livre als Belohnung dafür und Schwierigkeit sehr schwierig. Da bin ich mal gespannt. Den Weg freiräumen, damit Napoleon und Josephine einen schönen Spaziergang haben können. Doch ich habe es Bonaparte versprochen. Er hat ein Auge auf eine Dame geworfen. Wie hieß sie noch? Juliette? Josephine? Er plant einen romantischen Spaziergang, doch die Royalisten sind hinter ihm her. Bonaparte trifft sich mit ihr südlich des Palais Bourbon. Schaltet die Royalisten aus, die ihren Weg säumen. Okay. Im Kämpfen sind wir eigentlich ziemlich gut. Von dem her mache ich mir eigentlich keine Sorgen, wobei ich weiß nicht, was uns erwartet. Was mich natürlich freut, ist unseren Freund Napoleon wieder zu treffen. Denn den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Seit der Folge 38. Der Hauptmission. Moment, ich brauche einen Laden. Ich muss zurück zum Laden. Da, in dem Bereich müssen wir suchen. Aber erstmal muss ich ins Geschäft und ein paar Rauchbomben kaufen, denn... ist blöd, ohne Rauchbomben. Rauchbomben sind so... mein Nummer 1 Werkzeug. Meine Nummer 1 Option, um den Gegnern aus dem Weg zu gehen. Und überhaupt Kämpfe zu gewinnen. Das ist der coolste Trick ever. Deswegen, so, hä? Wo ist denn der Bereich jetzt? Was? Das war doch da, oder? Der Bereich ist weg. Läuft die Mission überhaupt noch? Warum ist die Mission... Ah, jetzt geht er mal da raus. Warum ist die Mission gescheitert? Er will auch ständig auf den Stuhl klettern. So. Warum ist die Mission gescheitert? Das war genau hier. Müssen wir jetzt wieder zurücklaufen? Oh nein. Ich glaube, wir müssen wieder zurücklaufen. Tun wir das halt. Ich bin auch nur kurz was einkaufen gegangen. Meine Güte. Hallo, Hund. Du, überdimensionierter Hund. So, wo war denn die Mission jetzt nochmal? Ich glaube. Also in dem Bereich war auf jeden Fall, da war der grüne Punkt. Ah, hier ist die Mission, ne? Ja, genau. Ein romantischer Spaziergang. Boah, warum? Ich verstehe das nicht. Naja, kleine Verzögerung in diesem Video, aber ich hoffe, müssen wir uns das Ganze jetzt wieder anhören von dem? Ich hoffe nicht. Doch nicht schwerer, als es sein müsste. Zur Seite. Ein kleinen Gefallen, bla bla bla. Wir akzeptieren und nachverfolgen. Doch ich habe es Bonaparte versprochen. Ja, du hast es Bonaparte versprochen. Das verstehe ich nicht, dass die Mission einfach abbricht, wenn wir kurz was einkaufen gehen. Diva-Spiel. So, Josephine und Napoleon finden. Da bin ich mal gespannt. So, Moment, ich muss mal kurz die Musik höher lauter stellen, denn die ist mir ein bisschen zu leise. Ich habe sie ganz am Anfang des Hauptmission Let's Plays, habe ich die runtergestellt, weil die viel zu laut war. Ja, guck mal da. Darf ich euch nach eurem Rang fragen? Kapitän. Vorerst Kapitän. Doch ich habe Aussichten. Das glaube ich. Sehr gute Aussicht. Schöner Tag für einen Spaziergang. Ja, natürlich. So, wir müssen sie verteidigen.
Lasst euch in Not! Provoziert mich nicht! Zurück! Oder ich verpasse euch alle! Lasst ihr! Na, Napoleon, na? Hast du bei dir eine Schnecke? Respekt, Arno. Das hier ist eine ernste Angelegenheit. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Na gut. Dann tun wir mal unseren Job. Kriegen ja ordentlich Geld dafür. So, der ist weg. Da oben sind sie. Sind die beiden. Warum wollen die ausgerechnet hier spazieren gehen? Verstehe ich nicht. Das war ein leiser Tod. Auf diesen stabilen Ast und hier runter, ja. Da muss auch immer hängen bleiben. So, da ist noch einer. 20 cm Stahl. Ich habe 3 cm Stahl. So, und da oben. Also, im Moment läuft es noch reibungslos. Wir kommen hier ganz gut voran, finde ich. Bürger, bleib stehen! Die Mission soll ja sehr schwer sein. Eine sehr schwere Mission. Oh, 165 Credo. Punkte. Da stehen! Für die Revolution! Ja, für die Revolution. Ich gebe nicht auf, bis du tot bist. Aha. Ist mir egal. Wir brauchen auch voll langsam Schießen. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Und die Rauchbombe hat total nichts gebracht. Bald zu spät. So, und war's das? Das war's. Verdammt. Ich wurde in Martinique geboren. Zum Heiraten kam ich nach Frankreich. Aber es war ein Desaster. Ich bin nun geschieden. Und ihr? Woher habt ihr diesen exotischen Akzent? Korsika. Wie wunderbar provinziell von euch. Ihr seid sehr nachdenklich. Was? Oh. Ja, ich hab nur nachgedacht, wie ich taktieren, wie ich euren Arm nehmen könnte? Ja. Und habt ihr einen Plan ersonnen? Nein. Das Soldatenleben muss fürchterlich aufregend sein. Auf stolzen Rössern mit blitzenden Klingen. Ich bin bei der Artillerie. Oh. Wir stehen hinten und schießen mit Kanonen. Ich kalkuliere Flugbahn. Faszinierend. Nun, das war... Ja, das war es, nicht wahr? Es ist nur, dass eure großen, leuchtenden, diese... Augen? Ja, sie sind betörend. Ich kann kaum atmen, sprechen, denken. Wir müssen uns wiedersehen. Oh, ja, vielleicht. Nun, danke. Ja, Mensch, der Napoleon, der ist ja genauso wortgewandt wie ich. Das lief recht gut. Ja, das lief total gut. Oh. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Hoppla. Das war raus. Konzentration, das können wir. Tut mir leid. Das war aus Versehen. Meine Güte. So. So, da ist unser Napoleon. Tja. Können wir ihn eigentlich töten? Das würde mich mal interessieren. Nö. Nope. Nope. Können wir nicht. Ja. Okay. Tja, Napoleon können wir also nicht. Ah, pass auf, können wir Folgendes tun? Können wir uns. Pass auf. Wir sind Napoleon! dann würde ich mal sagen, dieses Video war ein bisschen kurz, aber ich glaube, es lief ganz gut.
Dann würde ich mal sagen, im Namen Frankreichs, bis zum nächsten Mal. Und, nicht dein Glückstag. Okay. Ja, wir können uns in Charakteren verwandeln. Das ist ja cool. Weiß ich Bescheid. Okay, aber jetzt im Ernst, ne? Ja, das Video war jetzt ein bisschen kurz, aber, naja, kann nicht immer so lang werden. Zum Beispiel wie die Nostradamus-Mission gestern, die ich nicht geschafft habe. Ja, ich denke mal, dass ich, oder dass ihr bereits Tipps abgegeben habt. Seit gestern und deswegen werde ich da mal reinschauen und die Nostradamus-Missionen werden wahrscheinlich dann so in 2 Tagen oder so wieder kommen. Bis dahin gibt's morgen mal sehen, was es morgen gibt. Da werde ich mich mal überraschen und euch überraschen. So. Und bis dahin macht's gut, ne? Und bis zum nächsten Mal. Ciao.